Ja, das sind unsere letzten Schritte in Deutschland. Wir besteigen hier das Flugzeug in Berlin in Richtung Kiew. Da haben wir nämlich unseren ersten Aufenthalt, wo wir Zeit überbrücken müssen und ja, dort aber auch nichts machen können, sondern einfach nur warten. Jetzt haben wir nochmal den Blick hier aus dem Flugzeug auf deutschen Boden und auf deutsche Bäume und ein paar Autos, unsere letzten Blicke nach Berlin. Wir werden jetzt ganz lange unterwegs sein. Wie gesagt, nachdem wir in Kiew Aufenthalt haben, haben wir dann nochmal einen 10-Stunden-Flug nach Bangkok. In der Zeit habe ich gar nicht geschlafen. Meine Jungs, Alhamdulillah, die konnten schlafen. Jetzt der erste Flug nach Kiew. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der war. Habe ich so ein bisschen geschrieben am Laptop, das ging ganz gut. Da ist die Zeit schnell vergangen. Aber der Flug war, wie gesagt, noch nicht so lange. Aber die 10 Stunden nach Bangkok, die waren schon ganz schön anstrengend. Alle Leute haben geschlafen, es lief halt irgendein doofer Film. Und ja, die Zeit wollte einfach irgendwie nicht rumgehen. Und wie gesagt, ich war müde und ich konnte nicht schlafen. Ja, und dann denkt man so über den Wolken, wie schön sieht das aus und wie toll ist es. Aber im Endeffekt, ja, wenn man müde ist, nimmt man das gar nicht so wahr. So, wir sind jetzt hier an dem nationalen Flughafen in Bangkok und der sieht so aus. Was mir hier extrem auffällt, dass es unheimlich viel Service gibt. Überall stehen irgendwelche Servicekräfte, die einen fragen, ob sie helfen können, wo wir hinwollen und sehr, sehr hilfsbereit sind, mashallah. Und ich finde, es ist extrem sauber, obwohl so, wo wir durch die Straßen gefahren sind, Bangkok ja nicht unbedingt sauber aussieht, aber hier am Flughafen. Ich schwenke jetzt mal. Und jetzt guckt euch mal diesen glänzenden Boden an. Ich hoffe, dass man das auf dem Video auch erkennt. Aber das ist irre. Also ich finde, der sieht wie gebohnert aus und hier laufen so viele Leute rum. Das ist total toll. Es gibt hier einen Café Amazon und natürlich auch Burger King. Leider. Ja, und wir haben jetzt gerade mal ein Smoothie getrunken. So, und jetzt sind wir wieder in der Halle. Ja, wir haben hier leckere Smoothies getrunken, die ich mir in Deutschland kaum leisten kann. Und die waren total lecker, aber auch total kalt mit Eis. Sehr, sehr schön. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen raus, weil meine Jungen frieren. Und draußen sind 30 Grad. Und ich bin total übermüdet, total müde und gestresst. Und wir haben jetzt hier Zeit, noch eine ganze Weile, bis wir losfliegen. Müssen wieder Zeit überbrücken. Inshallah, ich freue mich heute Abend auf mein Bett. Ja, bis zu meinem Bett ist es noch ein Weilchen hin. Wir müssen, nachdem wir den Aufenthalt in Bangkok auch überstanden haben, ja noch nach Krabi fliegen. Das sind nochmal 1,5 Stunden, die wir im Flugzeug knapp sitzen. Meine Jungs haben tatsächlich geschafft, auch da nochmal zu schlafen. Ich natürlich wieder nicht. Hier sehen wir jetzt schon thailändischen Boden. Ich weiß gar nicht, ob das noch so über Bangkok ist oder ob wir das irgendwo unterwegs gemacht haben. Ja, ich bin wirklich froh, wenn ich dann ankomme, weil ich war, ich weiß nicht, über 30 Stunden wach und habe ja, wie gesagt, gar nicht geschlafen auf dem ganzen Flug und war einfach nur müde und kaputt. Und nachdem wir dann ankommen in Krabi, dauert das ja auch nochmal, bis wir zum Guesthouse sind. Und dann müssen wir noch die Moschee aufsuchen und bis wir dann überhaupt nach Hause kommen oder ins Bett kommen, in unser neues Zuhause, das dauert halt. So, jetzt sehen wir hier ein paar Häuser von oben. So sieht es aus, wenn man über Thailand fliegt. Auch nicht anders als über Deutschland oder andere Städte, andere Länder. Das ist, glaube ich, alles immer das Gleiche. Das Einzige, was wirklich angenehm ist, dass das Personal eigentlich immer freundlicher wurde. Das muss man wirklich sagen. Also wir hatten wirklich Glück, dass irgendwie immer ganz liebe Leute da waren und uns bei immer irgendetwas geholfen haben, wenn wir gesucht haben oder ja auch beim Einchecken mit den Koffern. Wir mussten ja leider extra Gebühren für unsere Koffer zahlen beim zweiten Flug.
Das kam sehr teuer und das war sehr doof, weil uns da natürlich jetzt eine Menge Geld dann gefehlt hat. Das könnt ihr aber alles gerne in meinem Blog lesen, da habe ich das dann nochmal geschrieben. Und jetzt sind wir hier bald angekommen und